Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Wir sind hier beim Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching und sind zu Gast bei Professor Dr. Hartmut Zohm, der hier Direktor ist. Und wir schauen uns hier so ein paar Sachen ein bisschen genauer an, werden eine Führung haben und können dabei dann verstehen, was so der aktuelle Stand in der Fusionsforschung ist. Hartmut, wir sind jetzt zu Gast hier bei euch bei dem MPI für Plasmaphysik. Was gibt es denn hier alles zu sehen? Also wir haben hier einerseits laufendes Fusionsexperiment und wir haben ein Museum und da werden wir starten. Da haben wir Teile da stehen, wo man sieht ungefähr, wie die Hardware ist von unseren Fusionsexperimenten, die wir vorher betrieben haben. Und da kann man sich in aller Ruhe im Detail angucken, wie die technische Umsetzung von der Fusionsforschung mit magnetischem Einschluss gelingt. Und es gibt auch eine Überraschung, habe ich gehört. Ja, die Überraschung ist das laufende Experiment, das man normalerweise gar nicht besichtigen kann, weil man nicht in die Halle rein kann, während das Experiment funktioniert. Das läuft heute nicht und deshalb haben wir die Möglichkeit, in die Halle reinzugehen und uns tatsächlich mal anzugucken, wie so ein richtiges Fusionsexperiment aussieht, das zusammengebaut ist und darauf wartet, dass wir es begutachten und schauen, was es da alles zu sehen gibt. Wow, da sind wir gespannt. Das ist hoffentlich nicht so heiß wie in dem richtigen Experiment. Nee, draußen sind es ganz irdische Temperaturen, nur drin ist es so heiß. Alles klar, dann trauen wir uns rein. Okay. Es gab ja vor einigen Wochen schon ein Video, in dem ich generell Fakten erzählt habe zur Kernfusionsforschung, was wir versuchen da zu erreichen. Und da habe ich ein bisschen drüber geredet, dass wir sehr große Experimente bauen. Und hier in diesem Institut betreiben wir so ein Experiment. Und wir werden uns jetzt heute anschauen, wie solche Experimente aussehen, im Detail, wie man Plasmen aufheizt, vermisst und Ähnliches. Und starten möchte ich damit, dass ich nochmal daran erinnere, was die Grundlagen dessen sind, was wir erreichen wollen. Ich hatte drüber geredet, wenn man Kernfusion nutzbar machen will als Energiequelle, so wie das in der Sonne passiert schon, dann muss man ein Wasserstoffgas auf sehr hohe Temperaturen erhitzen. Und ich habe hier nochmal so ein Diagramm und da sieht man auf der einen Seite die Temperatur aufgetragen und dann nach oben das sogenannte Fusionsprodukt. Das sagt uns letztlich, wie viel Energie wir gewinnen können durch Kernfusion. Und da sieht man, dass die Temperaturen im Inneren des Plasmas so von der Größenordnung 100 Millionen Grad Celsius sein müssen. Das liegt einfach daran, dass erst dann die Kerne in diesem Plasma, die Wasserstoffkerne, anfangen zu verschmelzen. Und wir hatten schon ein bisschen drüber geredet, wie schafft man so ein Plasma überhaupt einzuschließen und auf diese hohen Temperaturen zu erhitzen. In ein Gefäß kann man es nicht einfach reintun, weil wenn das Plasma mit der Gefäßwand in Berührung kommt, dann würde es da Teilchen auslösen und die Plasmaentladung würde ausgehen. Und stattdessen schließen wir das Plasma in ein Magnetfeld ein. Und wir machen das in so einer torusförmigen Geometrie, das heißt, wir nehmen so ein zum Kreis gebogenes Magnetfeld und da drin schließen wir das Plasma so im Magnetfeld ein, dass es praktisch schwebt und nicht mit der Wand in Berührung kommt. Und da gibt es zwei grundsätzliche Arten, das zu machen. Einmal den sogenannten Stellarator, den wir hier sehen. So ein Stellarator-Experiment betreibt unser Institut in Greifswald an der Ostseeküste, sogenannten Wendelstein 7X. Und dann gibt es den sogenannten Tokamak, den Astex Upgrade, der hier in Garching betrieben wird und den werden wir uns nachher anschauen. Bevor wir uns mit den Experimenttypen näher beschäftigen, möchte ich erst noch ein bisschen was zum Plasma sagen. Also Plasma, hatte ich auch schon mal gesagt, ist, wenn man ein Gas sehr heiß macht, dann zerlegt sich das in seine geladenen Einzelteile, also Elektronen und Atomkerne. Und man sieht Leuchterscheinungen, sagen aufgrund der hohen Temperatur, dass die Atome angeregt sind. Und hier habe ich so eine Plasmaentladung. Und da können Sie sehen, sozusagen, die brennt hier ganz gesittet. Von oben nach unten läuft so eine Spirale runter, weil oben die Elektrode sich dreht dabei. Und Sie sehen an der Leuchterscheinung, das wäre jetzt typisch eine Plasmaentladung, wie man sie auch benutzen würde, zum Beispiel in der Neonröhre. Und alles, was ich Ihnen hier dran zeigen will, ist, dass man mit dem Magnetfeld das Plasma ganz wunderbar beeinflussen kann. Hier gibt es nämlich einen kleinen Magneten, sehen Sie hier. Also wenn ich denn sozusagen was Metallisches dran tue, wird der angezogen davon. Und wenn ich jetzt in die Nähe von dem Plasma komme, dann sieht man sofort, dass sich die Form von dem Plasma beeinflussen lässt und auch der Entladungskanal folgt sozusagen dem Magnetfeld. Und das ist die Grundlage dafür, wie wir unsere Plasmen einschließen. Denn ich hatte ja schon gesagt, wir nehmen ein ringförmiges Magnetfeld und das Plasma bewegt sich längs der Magnetfeldlinien im Wesentlichen, aber nicht senkrecht dazu. Und mit dem Magnetfeld formt man praktisch das Plasma und kann damit bestimmen, wo im Raum es sich befindet. Und diesen Effekt machen wir uns zunutze in unseren Einschlussexperimenten und da würden wir uns jetzt ein paar davon anschauen.
Wir starten unseren Überblick über die Experimente mit dem sogenannten Stellarator, bei dem alle Magnetfelder, die zum Einschluss notwendig sind, von außen mit Spulen erzeugt werden. Und hier gibt es von einem Experiment, das wir 1975 schon betrieben haben, hier am Institut, einen Sektor vom Vakuumgefäß. Also kann man sich vorstellen und sagen, das ist hier dieser Torus zum Torus gebogen. Und hier draußen sehen Sie die Spulen, diese Kupferleiter. Und die wickeln sich helikal um das Gefäß rum, um diese verschraubten Magnetfeldlinien zu erzeugen. Und das sieht man hier, also hier drin würde sich das Plasma befinden, wenn man da drin eine Entladung macht. Und da sehen Sie schon sozusagen diese frühen Experimente, die haben vielleicht einen Plasmadurchmesser gehabt von 10, 15 Zentimetern. Und es hat sich bald herausgestellt, dass das zu klein ist und dass man nicht die nötige Wärmeisolation erreichen kann, um dann wirklich zu den hohen Temperaturen bei geringer Heizleistung zu kommen, sodass man Nettoenergie gewinnen kann. Und das heißt, die Experimente wurden größer und größer. Und hinter mir sehen Sie schon den Wendelstein 7AS, das ist der Vorläufer unseres Wendelstein 7X, der jetzt in Greifswald steht. Der ist schon eine Nummer größer als der hier und da können wir gleich hingehen und uns anschauen, wie der aussieht. Hier stehen wir also vor einem Teil, einem Originalteil des sogenannten Wendelstein 7AS-Stellarators. Der wurde bis 1992 bei uns im Institut betrieben. Der ist jetzt schon eine ganze Nummer größer als das Vorgängerexperiment. Man sieht jetzt also, hier ist wieder nur so ein Teil des Gefäßes. Da müssen Sie sich vorstellen, dass das Ganze 10-mal so groß ist und im Kreis herumgeht. Und hier kann man sich aber jetzt schon vorstellen, dass das Plasmavolumen deutlich größer geworden ist. Also der Radius ist jetzt vielleicht sowas wie 20, 25 Zentimeter. Und man hat dann schon höhere Wärmeisolation und damit auch höhere Temperaturen hinbekommen. Und man sieht auch schon, dass da jetzt die Leistungsflüsse so groß gewesen sind, dass man spezielle Komponenten einbauen müsste, den sogenannten Divertor, um die Leistung aus dem Plasma wieder rauszukriegen. Das heißt, die ganze Leistung, die in das Plasma reingepumpt wird und dann wieder rausfließt, wird letztlich von diesen Kacheln, die hier aus Kohlenstoff sind, aufgenommen und da dissipiert. Und die sind dann natürlich gekühlt, da kommt auch die Energie raus zum Teil, die aus dem Plasma dann letztlich mal Energie erzeugen sollte. Und was man auch noch sieht, ist, dass hier ist eine Magnetfeldspule. Die Stellaratorspulen sind jetzt nicht mehr um das Experiment rumgewickelt. Das geht bei der Größe eines Experiments gar nicht mehr, so präzise Spulen mit 10 Metern Radius zu wickeln zum Beispiel. Und stattdessen gibt es sogenannte modulare Spulen. Und die sind jetzt aber dreidimensional geformt, weil die ja dieses dreidimensional geschraubte Feld erzeugen sollen. Das war das erste Mal, dass man solche Spulen angewendet hat und zeigen konnte, dass man damit einen Stellarator bauen kann, der das Plasma sehr gut einschließt. Und der Erfolg dieses Experiments hat dazu geführt, dass wir das nächstgrößere Stellarator-Experiment, den Wendelstein 7X, aufgebaut haben, der gerade in Greifswald in Betrieb gegangen ist. Weil der in Greifswald steht, also an der Ostseeküste und nicht hier in Bayern, kann ich Ihnen den nicht live zeigen. Aber wir gucken uns gleich ein Modell an und wir können uns auch eine Spule davon anschauen. Hier sehen wir ein Modell des Wendelstein 7X-Stellarators. Das Modell ist im Maßstab 1 zu 10, das heißt, die tatsächliche Anlage müssen Sie sich einen Faktor 10 größer vorstellen in der Lineardimension. Und das Gelbe hier ist sozusagen das Modell vom Plasma, das ist dieses dreidimensional verwundene Plasma in Wendelstein 7X. Und die roten Objekte hier sind die Spulen. Wie schon bei W7AS erklärt, sind die Spulen dreidimensional komplex geformt. Bei W7X sind die Spulen sogar supraleitend, das heißt, der Strom fließt ohne Widerstand und fließt so lange, wenn man einmal reingebracht hat, so lange wie man will und die Supraleiter auf niedriger Temperatur hält. Das war natürlich ein Riesenaufwand, das Experiment zu bauen, hat über 10 Jahre gedauert, ist letztes Jahr in Betrieb gegangen und fängt jetzt gerade an, schöne Ergebnisse zu liefern. Und wir können uns sicher zu einem anderen Zeitpunkt auch den Wendelstein 7X mal anschauen. Ich möchte Ihnen nur noch zeigen, wie so eine Spule in Originalgröße aussieht. Und dazu haben wir auch ein Modell, das steht hier drüben. Und wenn man hier rüber geht, sieht man schon, das ist jetzt also Originalgröße. Das ist eine von 72 Spulen, die im W7X verbaut sind. Und man kann anhand von der Dimension sich schon vorstellen, sozusagen, was für ein Aufwand es ist, superleitende Spulen von dieser Größe zu bauen. Auch für die Technologie, auch für die Präzision. Die Spulen müssen auf den Millimeter genau gefertigt und im Gefäß eingebaut werden, damit dann hinterher auch die Magnetfeldkonfiguration stimmt. Wir kommen jetzt vom Stellarator zum Tokamak.
Das Tokamak-Experiment, ASTEX Upgrade, unser Experiment, das wir hier betreiben, ist vom Typ Tokamak. Und der Tokamak zeichnet sich dadurch aus, dass das Magnetfeld axisymmetrisch ist. Das sieht man hier schon an diesen Bildchen der Plasmaentladung. Das heißt, da gibt es keine helikale Verschraubung des gesamten Plasmas und Gefäßes, sondern nur die Magnetfeldlinien winden sich um den Torus rum. Aber das Ganze bleibt axisymmetrisch, wenn man sich die Form vom Plasma anschaut. Der Nachteil, man muss einen Teil des Magnetfelds durch Ströme im Plasma erzeugen. Wir lassen bis zu 1 Megampere, also 1 Million Ampere, mit einer Spannung von 1 Volt durch das Plasma fließen mit einem Transformator. Und die Transformatorspule befindet sich hinter dieser Abdeckung. Kann man sich vorstellen, dass sie so gewickelt ist. Und wenn man den Strom in dieser Transformatorspule verändert, dann verändert man damit auch den Strom im Plasma. Und bevor wir zum Experiment gehen und uns tatsächlich ASTEX Upgrade anschauen, schauen wir uns kurz ein kleines Modell davon an, weil man nachher in der Halle von dem ASTEX Upgrade gar nicht so viel im Detail sieht. Das steht hier drüben. Da sieht man also jetzt diese grüne Struktur, das sind die Toroidalfeldspulen, die das toroidal umlaufende Magnetfeld machen. Das Magnetfeld wird also so hier durch den Torus durchlaufen und dann induzieren wir mit dem Transformator, der hier sitzt, einen Strom, der durch das Plasma durchfließt und der dann mit der rechten Handregel ein weiteres Magnetfeld erzeugt, was zusammen die verschraubten Feldlinien gibt. Das ist ein Modell 1:10 und wir werden uns nachher gleich anschauen, wie das in echt aussieht. Wir können aber, weil das Experiment in Betrieb sein wird, nächste Woche wieder, wir können nur jetzt uns das anschauen, können wir nicht in das Gefäß reinschauen. Wir werden auch diese Inneneinbauten davon nicht sehen, sondern nur die Struktur außenrum. Und im Wesentlichen sehen wir dann die Heizungen, mit denen wir das Experiment heizen, und auch die Diagnostiken. Das sind die Messmethoden, mit denen wir uns anschauen, welche Parameter wir im Plasma denn überhaupt erreichen. Jetzt wird's ernst. Wir befinden uns am Eingang zur Torushalle, in der sich ASTEX Upgrade befindet. Wir sehen hier diese zierliche Tür oder Tor, mit dem das Experiment oder die Halle des Experiments abgeriegelt wird. Während des Experimentierbetriebs kann man also sehen, das ist gut 1,50 Meter Beton, weil wir Neutronen erzeugen, während wir Energie erzeugen in ASTEX Upgrade. Und wir haben aber Glück, weil die Tür ist offen und das heißt, wir können reingehen in die Torushalle und uns ein bisschen umschauen. Jetzt stehen wir also vor dem ASTEX Upgrade Experiment. Ist ein bisschen laut hier, weil Pumpen laufen und Wasserkühlkreisläufe in Betrieb sind. Wenn man hier schaut, dann sieht man eigentlich einen riesen Verhau von Kabeln und Anbauten. Der eigentliche Tokamak, da kann man nur erahnen, sozusagen das Rote, was man sieht, ist die sogenannte Stützstruktur. Das ist also ein toroidal umlaufendes massives Gerüst, an dem das ganze Tokamak-Experiment oder das Gefäß aufgehängt ist, damit es schwingen kann, wenn es in Schwingung versetzt wird, durch mechanische Erregung zum Beispiel. Man sieht so ein bisschen diese Spulen, also diese schwarzen Kästen, die hier umlaufen. Das sind Spulen, mit denen wir die Form des Plasmas beeinflussen können und auch die Lage, dass es nicht an die Wand anstößt. Und wenn man ganz genau schaut, da gibt es ein Fenster und man kann durch das Fenster reinschauen und da sieht man an der Innenwand diese Hitzeschildkacheln, die wir da angebracht haben, damit das Plasma, falls mit der Wand in Kontakt kommt, nichts zerstören kann, sondern einfach seine Wärme an diese Kacheln abgeben kann. Das sind übrigens die gleichen Kacheln, die beim Space Shuttle an der Unterseite dran sind. Auch wenn das Space Shuttle in die Atmosphäre wieder eintritt, bildet sich ein Plasma beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Und da tauchen die gleichen Plasmawandbelastungen auf. Das ist eigentlich ganz nett sozusagen, dass wir da bei solchen Materialien zusammenarbeiten haben, eigentlich überall hin, wo hochwärmebelastete Materialien auftreten. Wir stehen jetzt an einer anderen Stelle, sind ein Stück um den Torus rumgelaufen. Und hier dominiert eigentlich die Plasmaheizung. Das heißt, was man an den Anbauten sieht, ist im Wesentlichen Vorrichtungen, die wir brauchen, um das Plasma auf die hohen Temperaturen zu bringen. Wir müssen ja im Megawattbereich heizen. Also zum Vergleich, Ihre Küchenmikrowelle zu Hause hat 1 Kilowatt. 1 Megawatt sind 1000
Kilowatt. Das heißt, 1 Megawatt ist die Kraft, die Heizkraft von 1000 Küchenmikrowellen. Und wir haben es hier mit 10 bis 20 Megawatt, also nochmal mit dem Zehnfachen davon zu tun. Und das müssen wir irgendwie gebündelt an Leistung erzeugen und dem Plasma als Heizung zuführen. Und eine Heizmethode, die wir haben, ist, dass wir versuchen, hochfrequente Wellen ins Plasma einzustrahlen. Und die sind von der Frequenz so, dass sie in Resonanz mit der Teilchenbewegung ums Magnetfeld rumgehen, sogenannte Zyklotronresonanz. Und wenn es das genau gelingt, dass wir diese Resonanzfrequenz treffen, dann kann Energie von der elektromagnetischen Welle übertragen werden aufs Plasma und die Plasmateilchen sehr heiß machen auf diese hohen Temperaturen. Es ist auch so ein bisschen wie bei der Küchenmikrowelle. Da gibt es auch das Wasser in den Speisen, die Sie warm machen wollen, hat Resonanzfrequenzen und die Küchenmikrowelle setzt bei ihrer Resonanzfrequenz 2,45 GHz gerade an diesen Wasserresonanzen an und bringt das Wasser zum Schwingen und macht es dabei heiß. Unsere Ionenzyklotronresonanzheizung, die befindet sich hier. Von der sieht man diese orangenen Röhren. Durch die orangenen Röhren wird die Radiofrequenzleistung gebracht und die wird über dieses Labyrinth umgeleitet, damit die Wellenlänge angepasst wird an die Abstrahlung ins Plasma, letztlich über eine Antenne ins Plasma eingestrahlt. Also was man hier sieht, da hängen zwei Antennen drin, das sind ungefähr 4 Megawatt, die darüber eingestrahlt werden können. Auf der anderen Seite des Experiments gibt es nochmal 4 Megawatt, sodass wir 8 Megawatt von dieser Heizung zur Verfügung haben. Das ist aber nicht die einzige Heizleistung, die wir haben. Wir heizen auch mit dem Einschuss von schnellen neutralen Teilchen, mit der sogenannten neutralen Injektion, und die befindet sich da drüben. Und da sieht man zunächst mal eine Abdeckung, also was dahinter steht, sieht man im Augenblick nicht. Diese Drachen stilisieren jeweils 2,5 Megawatt Heizleistung. Das heißt, hier wären es 5, auf der anderen Seite nochmal 5 und drüben nochmal 10, sodass wir insgesamt 20 Megawatt Heizleistung mit Neutralinjektion ins Plasma reinpusten. Das funktioniert so, dass wir geladene Teilchen erzeugen, typischerweise Wasserstoff, also das Material, was wir sowieso im Plasma haben wollen. Diese Teilchen werden beschleunigt auf einer Strecke mit Hochspannung auf ungefähr 100 Kiloelektronenvolt. Das ist das Zehnfache an Energie wie die thermische Energie des Plasmas. Dann werden die Teilchen umgeladen, sodass sie neutral sind. Denn nur dann können sie ins Magnetfeld eindringen, gehen ins Plasma rein, werden dort ionisiert und geben über Stöße ihre Energie ab. Und so werden aus 100 Kiloelektronenvolt Teilchen dann 10 Kiloelektronenvolt thermische Teilchen, die das Plasma aufheizen. Und mit dieser Heizung zusammen schaffen wir es in ASTIX Upgrade, die gleichen Temperaturen zu erreichen, wie sie für ITER oder einen Fusionsreaktor geplant sind. Das Problem ist nicht, in der Fusionsforschung auf diese Temperaturen zu kommen. Das haben wir im Griff, auch in dieser relativ noch kleinen Anlage im Vergleich zum ITER-Experiment. Das Problem ist, es so effizient zu machen, dass man weniger Heizleistung reinsteckt, als dann an Fusionsenergie frei wird. Und dazu ist ASTIX Upgrade zu klein. Bei ASTIX Upgrade können wir höchstens ein Zehntel der Energie als thermische Energie im Plasma wiedergewinnen. Neben der Plasmaheizung ist eine ganz wichtige Komponente für uns die sogenannte Plasmadiagnostik. Das heißt, die Messverfahren, mit denen wir überhaupt rausfinden, welche Temperaturen, welche Dichten, welche Magnetfelder im Inneren des Experiments herrschen. Sie können sich sicher vorstellen, dass man 100 Millionen Grad Celsius nicht mit einem einfachen Thermometer messen kann. Ich stehe hier vor so einem Thermometer. Das sieht ein bisschen anders aus, als Sie das gewohnt sind. Das ist so eine sogenannte Neutralteilchen-Ladungsaustauschdiagnostik. Was wir da machen ist, wir haben eine Sichtlinie, das ist das Rohr, was wir da unten sehen. Das geht zum Experiment hin. Teilchen, die im Plasma mit neutralen Teilchen vom Rand stoßen und umgeladen werden, sind dann neutral, verlassen das Magnetfeld und fliegen längs dieses Rohres in eine Zähleinheit, die sich am Ende des Rohrs befindet. Und da kann man deren Energiespektrum aufzeichnen und findet letztlich raus, wie die Energieverteilung der Teilchen aus dem Plasma aussieht. Und aus dieser Energieverteilung, sogenannte Maxwell-Verteilung, kann man auf die Temperatur des Plasmas zurückschließen. Sie sehen schon, das ist sehr indirekt. Man kann nicht direkt das Plasma anfassen, materielle Objekte reinbringen. Wir machen uns eigentlich immer zunutze, dass wir Strahlung, elektromagnetische Strahlung oder Teilchen, die aus dem Plasma rauskommen, auffangen
und deren Eigenschaften vermessen und dann herausfinden, was uns das über die Plasmaeigenschaften sagt. Also ich habe vorhin schon darüber gesprochen, dass wir Teilchen messen, die aus dem Plasma rauskommen und deren Energieverteilung, aber auch elektromagnetische Strahlung. Das macht die sogenannte Spektroskopie. Und wir haben hier ein Füllhorn von unterschiedlichen Spektrometern, die die elektromagnetische Strahlung, also das Licht oder andere Wellenlängen vermessen und aus deren Eigenschaften wiederum rausfinden, wie heiß es ist, welche Teilchensorten drin sind. Da können Verunreinigungen drin sein, es muss nicht immer nur Wasserstoff sein, der da drin ist, zum Beispiel das Wandmaterial, Wolfram findet sich manchmal im Plasma. Und das kann man identifizieren mit solchen spektroskopischen Geräten. Eine weitere Diagnostikmethode, die wir haben, ist, dass wir einen starken Laser durch das Plasma durchschießen und das Laserlicht wird gestreut, ein sehr kleiner Teil davon, 10 hoch minus 10, also nur 0,00001 Teile des Lichts werden zur Seite gestreut. Das messen wir und auch da können wir wieder über die Verteilung, spektrale Verteilung des Lichts rausfinden, wie groß die Temperatur der Elektronen im Plasma ist. Hier befinden wir uns im ASTIS Upgrade Kontrollraum. Von hier aus wird das Experiment gesteuert. Hier sitzen die Physiker und Physikerinnen an diesen Bildschirmen hinter mir, die die Experimente geplant haben, messen mit Diagnostiken, auswerten, versuchen herauszufinden, was da passiert ist. Heute ist gähnende Leere im Kontrollraum, weil heute kein Experimentiertag ist. Deshalb konnten wir auch das Experiment besichtigen. Wenn wir nämlich experimentieren, ist die Halle geschlossen und man kann gar nicht an das Experiment ran. Das heißt, wenn man einen anderen Tag hier wäre, während der Experimentierbetrieb läuft, würde man jetzt sehen, dass hier emsiges Treiben herrscht. Einerseits Leute, die das Experiment betreiben, also wissen, wie man die Parameter einstellt, sodass ein Plasma erzeugt wird und aufgeheizt wird. Und dann die Leute, die die wissenschaftlichen Untersuchungen machen, die solche Diagnostiken betreiben, wie ich vorhin in der Halle einige erklärt habe. Wir haben insgesamt ungefähr 70 Diagnostiken, mit denen wir viele Details des Plasmas inzwischen vermessen können, aufspüren, verstehen dann, was die Physik ist, warum das Plasma sich so verhält, wie es sich verhält. Dazu braucht man eine hohe Orts- und Zeitauflösung in der Messung und das bedingt, dass wir auch sehr viele Daten generieren. Also wir haben typisch eine ASTIX-Upgrade-Entladung dauert 10 Sekunden und in den 10 Sekunden werden sowas wie 10 Gigabyte Daten erzeugt auf die Schnelle und dann abgespeichert und stehen innerhalb von kurzer Zeit allen Beteiligten zur Verfügung, sodass man sich anschauen kann, was eigentlich passiert ist im Experiment und auch in die Planung eingreifen, was man als nächstes experimentieren will. In diesen Schränken hier befindet sich viel Computerhardware. Das hat seinen Grund darin, dass eigentlich die ganze Experimentsteuerung nicht von Hand geschieht, sondern alles Feedback gesteuert über Computer. Und wir stellen nur vorher die Parameter ein, aber das Ganze läuft dann automatisch ab und übernimmt mit einer Regelung, weil die Vorgänge im Plasma einfach zu schnell sind, als dass man da mit der Hand nachregeln könnte. Das funktioniert sehr gut und verlässlich, aber bedingt natürlich, dass wir eine Vielzahl von Daten auch in Realtime, also direkt während der Messung, zur Verfügung haben müssen, dass wir damit so eine Steuerung und Regelung machen können. Und deshalb gibt es hier relativ viele Schränke, die voll sind mit Datenaufnahme oder auch Experimentsteuerung. Und all diese Kabel und all diese Daten, die da drin sind, müssen zusammenlaufen in geordneter Weise, damit das Ganze was wird. Hier sitze ich jetzt auf dem Platz, auf dem eigentlich der Experimentleiter sitzt. Also von hier aus werden die Experimente gesteuert. Und ich habe schon gesagt, eigentlich geht alles über Elektronik, sowohl die Steuerung als auch die Datenaufnahme, als auch das Anschauen der Daten hinterher. Hier gibt es jetzt so einen Überblick, wo man herausfinden könnte, was in so einer Entladung passiert ist. Was aber vielleicht viel instruktiver ist, wir filmen das Plasma auch während der Entladung. Und von so einer Entladung können wir uns den Film jetzt gleich mal anschauen. Das ist jetzt Realtime, also man sieht sozusagen in Echtzeit die 10 Sekunden der Entladung laufen. Und die Entladung, die hier läuft, wird im Zentrum ungefähr 10 Millionen Grad heiß gewesen sein. Ich hatte ja schon gesagt, dass es im Prinzip Routine ist für uns, solche Entladungen zu machen bei solchen Parametern und dass das Problem mehr ist,
dass wir keine positive Energiebilanz haben in der Maschine von der Größe von ASTEX Upgrade, sondern dass wir immer mehr Energie reinstecken, noch als die Energie, die dabei rauskommt, am Schluss durch Fusionsleistung zum Beispiel. Und in dem ITER-Experiment, was geplant ist, in Cadarache in Südfrankreich und gerade aufgebaut wird, da wird es anders sein, da wird man Energie gewinnen, mehr Energie rausholen, als man reinsteckt zur Heizung des Plasmas. Vielen Dank, dass wir hier sein dürften, hier in Garching am MPI für Plasmaphysik. Es gibt ja noch eine Dependance in Greifswald vom MPI für Plasmaphysik. Dürfen wir da auch mal reinschauen? Gerne, da könnte man den großen Stellarator Wendelstein 7X angucken. Das können wir gerne in Zukunft mal machen. Sehr schön. Und das ganz große Projekt ist ja der ITER in Südfrankreich. Wie sieht es da aus? Also ich bin da öfters und das ist unheimlich spannend, weil da unheimlich viel gebaut wird und man sozusagen von Monat zu Monat sehen kann auf der Baustelle, wie die Bauten nach oben schießen. Vielleicht haben wir auch die Chance, da mal hinzukommen. Würden wir eigentlich ganz gerne machen. Südfrankreich, Côte d'Azur, ja, Meer, warum nicht? Sonne, warum nicht, genau. Und wir machen das ja immer so, dass wir einen Kommentarcheck haben. Das heißt, die Zuschauer schreiben ein paar Fragen, Kommentare unter die Videos. Wärst du da bereit, auch dann zu antworten? Das finde ich eigentlich eine super Sache, weil da kriegt man erstmal eine Rückmeldung, wie verständlich die ganze Geschichte ist und auch, was die Leute darüber denken. Das gucke ich mir gern an und wenn genug Fragen zusammenkommen, da können wir ja mal eine Stunde machen, wo wir darüber reden. Super. Vielen Dank. Gern. Professor Dr. Hartmut Sohm vom MPI für Plasmaphysik. Vielen Dank.